Ahoi Matrosen! Ahoi und an Bord zu diesem wunderschönen Replay aus diesem Landschiff heraus, denn wir spielen ja mit Mods. Es ist lange her, dass wir die Mods uns so ein bisschen angeschaut haben und heute sehen wir eine Schlacht Avaland gegen Marienburg. Ich spiele hier bei die Avaländer, habe eine sehr interessante Armee dabei, deswegen gucken wir uns erstmal die andere Armee an. Vertreten hier von Marienburger Spearmen, einigen X-Men, die sind relativ schlechte Werte, aber hoher Nahkampfangriffsschaden, Bonus gegen Kleinen und auch panzerbrechend. Ein paar Marienburg Archers, die sind halt ja einfach Bogenschützen. Hier hinten viel Trebuchets, 4 Stück erstaunlicherweise. Knights of the High Waves, Kälteschaden, Kavallerie mit Bonus gegen Groß. Edward von Kral ist halt ein kleiner, ein sehr, sehr starker Nahkampfheld. Dann haben wir hier noch einen Water Mage. Ohne Zauber. Ach ne, da zwei Zaubersprüche dabei. Genau. Und halt hier schon das Landschiff, wie ihr das seht. Warum es auch immer jetzt so eine ganz komische Beschreibung hier hat. Mhm, interessant. Ja, Landschiff, wie schon gesagt. Das, Der Typ ist ja nicht richtig durchgegangen. Egal. Auf der anderen Seite meine Avaländer Armee, mit der ich hier sehr, sehr risky reingegangen bin. Denn ich habe hier mal versucht, was auszuprobieren. Ob das jetzt klappt, werden wir gleich sehen. Und zwar habe ich hier 3 Orgelgeschütze in Stellung gebracht. Verteidigt werden diese von Sturmgewehrschützen, Streugewehrschützen, die sich hier kurz vor den aufhalten, um den Gegner zurückzuwerfen. Also quasi eine mobile Artillerie, die ich hier spiele. Mit einer Geschwindigkeit von 29 könnt ihr auch relativ gut mit der normalen Artillerie mithalten. Oh, die Kanonenkugel hier hat leider einige meiner Soldaten auf dem Gewissen. Aber das macht nichts, meine Speerträger sind schon zur Stelle. Apropos Speerträger, davon habe ich auch 4 Stück dabei. Außerdem noch einmal die verlorene Kompanie hier vorne, die hier mit marschiert. Und an den Seiten habe ich hier noch die Pantherritter. Sehr, sehr schnelle Kavallerie. Ja, mit dieser bretonischen Lanzenformation sogar noch unterwegs. Und ermutigen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr verletzliche, aber schnelle Kavallerie. Pistolierkorb. Quasi wie die normalen Pistoliere, nur dass es 60 Modelle sind, dafür ein bisschen weniger Hitpoints etc. Kostet auch etwas mehr. Und treffen nicht so besonders gut wie die anderen Pistoliere. Und hier die meine Elite-Einheit, die Sensenreiter des Moor. Mit ihren wunderschönen Sensen machen sie sogar Bonus gegen kleine Einheiten mit Flächenschaden. Den sieht man jetzt hier leider gar nicht. Das muss man halt immer ein bisschen raten, dass Einheiten Flächenschaden machen scheinbar. Auf jeden Fall haben sie auch noch Nahkampfangriff von 40 mit Magie obendrauf und sind immun gegen Psychologie. So, wird also eine ganz interessante Schlacht jetzt, kann ich euch schon mal verraten. Ach ja, mein Anführer ist Wilfried Wanz, das ist auch noch eine sehr, sehr wichtige Sache hier. Wilfried Wanz ist ein kleiner Halbling, ein Koch, der besonders groß, ein besonders großer Halbling, besonders fett, der sich hier durch den... der hier seine halbe Speisekammer mitgebracht hat und auch dementsprechend würziges Rindfleisch, Trollfleisch, Eintopf, kriegen alle Einheiten um ihn herum, alle verbündeten Einheiten, regenerieren Lebenspunkte und bekommen Vitalität dazu, 10%. Außerdem kriegen sie auch noch Schwäche gegenüber Feuer, leider, weil sie nun mal regenerativ sind. Das heißt, Feuerarmeen gegen diese zu spielen ist besonders effektiv. Schwarzes Drachenei kennt man, ist so ein bisschen schwierig, ob das gut ist oder nicht. Explodierender Furz ist besonders stark, das werden wir dann eventuell noch sehen. So, stürzen wir uns in die Schlacht. Ah ja, eine Einheit haben wir hinten vergessen, und zwar die Inquisitors of the High Waves. Sehr coole Einheit, wie ich finde. Haben jetzt hier das Pistolierkorb einfach gefangen genommen. Aber die werden gedeckt von den Pantherrittern, das heißt, die können jetzt nicht einfach denen hinterhergehen. Was wir jetzt hier sehen, ist ganz was Widerliches. Ich kriege jetzt hier nämlich unfassbar viel Sperrfeuer ab. Das Orgelgeschütz hier ist schon tot. Meine Orgelgeschütze schießen jetzt hier heraus. Ich werfe den Gegner zurück.
Aber so richtig Schaden mache ich halt nicht. Sperrfeuer wurde aktiviert. Ah, der Feind stürmt trotzdem langsam nach vorne. Und jetzt ist im Nahkampf angekommen. So, jetzt passiert so viel. Jetzt müssen wir kurz hier etwas nach hinten gehen. Wilfried Wanz ist jetzt hier im Nahkampf drinne, zusammen mit der verlorenen Kompanie, die sich jetzt hier bereits durch die Feinde durchmäht. Und hier ist dein Gegner jetzt in den Nahkampf reingekommen. Hier sollte jetzt eigentlich ein Pendel kommen, aber irgendwie kam es jetzt gerade nicht, wenn man Magier... Ach doch, da kommt es. Ja, das trifft auch ziemlich gut. Schon mal eine ganz wichtige Sache hier, dass ich auf der Seite ein bisschen besser nach vorne komme. Hier bin ich mit der Kavallerie jetzt rein, beziehungsweise renne mit der Kavallerie jetzt gerade weg, weil die Knights of the High Waves meine Pantherritter hier kontern würden. Stattdessen gehe ich mit meinem Pistolierkorps von der Seite rein, um die Fernkämpfer hier am weiteren Schießen zu hindern. Auch hier hinten bin ich bereits mit meinen Pantherrittern hinter diesen Inquisitoren hergegangen, aber das bringt leider nichts, weil die zerschießen mich. Wir haben 360 Grad Schießen, sind besonders starke Pistoliere, also so eine unschöne Situation. Jetzt passiert hier gleich was ganz Spannendes. Ich versuche mich jetzt hier mit den Pantherrittern durch meine Linie durchzuretten und habe hier noch den guten Wilfried Wanz, der Bonus gegen Groß auch hat und der kann auch anderen Einheiten Bonus gegen Groß geben mit einer Fähigkeit. Und das habe ich jetzt vor. So, diese Einheit flieht gleich. So, Kavallerie zieht sich jetzt durch, blockt jetzt um meinen Wilfried Wanz. Drachenei. Zack. Das hat die Kavallerie jetzt bestimmt fast 50% Leben abgezogen. Das war schon erheblich stark. Diese Furz gerade. Jetzt haben meine Einheiten, glaube ich, auch noch alle Bonus gegen Groß bekommen. Ah, Nebel der Verdammten. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal wieder hier ein bisschen befreit und kann jetzt versuchen, den Edward von Kral zu töten. Ist die Frage, ob ich das schaffe mit meinem Wilfried Wanz, wenn wir uns die Werte vergleichen. 45 Nahkampfangriff mit 12 Nahkampfabwehr gegen 45, nein, ich habe eindeutig den schlechteren dort. Das ist natürlich sehr, sehr unpraktisch hier, weil mein Wilfried Wanz wahrscheinlich jetzt einen sehr, sehr unschönen Tod sterben könnte dabei. So, was haben wir hier außerdem noch? Hier habe ich meinen Gegner es geschafft, einzukreisen von beiden Seiten. Hier hinten bin ich mit der Kavallerie drinne und tue die Fernkämpfer jetzt hier ein bisschen malträtieren, immer noch. Landschiff schießt allerdings auch. Diese Orgelkanone hier, das Orgelgeschütz besser gesagt, das ist zum Glück wieder zurück. Ich weiß gar nicht, auf was das jetzt schießt. Wahrscheinlich hier hinten einfach mal so random drauf. Also sollte lieber auf das Schiff schießen. Ja, und da ist es halt auch schon weg. Das Orgelgeschütz ist kaputt. Schade. Gut, wie viel Wanz muss ich rausziehen, weil ich den Kampf jetzt hier eindeutig verliere. Dafür wird er jetzt hier geschwächt. Landschiff wird bombardiert. Es hat jetzt aktuell 3300 Lebenspunkte. Und die Streugewehrschützen rücken jetzt vor, um ihnen diese Lebenspunkte abzuziehen. Da hinten diesen Pulk, den kriege ich leider nicht so gut weg. Konzentrieren wir uns mal kurz hier drauf. Ja, es geht schon gut runter, 300 Punkte weg. Aber meine Streugewehrschützen werden jetzt hier leider auch in Mitleidenschaft gezogen und überfahren. Das darf man nämlich nicht vergessen, das Ding ist nun mal auch wie ein Dampfpanzer und kann einfach in den Nahkampf gehen und die Einheit so auslösen, auslöschen. Also nicht viel Schaden hier leider machen können. Hier hinten konnte ich jetzt einen Charge setzen auf die Knights of the High Waves, die jetzt anfangen zu flüchten. Jetzt wird es sehr, sehr knifflig gerade. Wilfried Wanz möchte sich jetzt um das Schiff hier kümmern. Mit seinem Bonus gegen Groß sollte er das definitiv auch schaffen. Zack. Und das kriegt er auch ganz gut hin. Verlorene Kompanie wieder am Durchdrehen. Tut hier ebenfalls noch mit drauf rumhauen. Sensenreiter das Moor, versuchen jetzt hier hinten gerade den Wassermagier zusammen mit meinem grauen Magier auszunocken. Andere Besonderheit, aus dem Schiff kommt jetzt eine Enter-Crew raus.
die jetzt wiederum... Oh, jetzt kriegen wir dann einen gerade Bonus gegen Groß und einen Furz gelassen. Das hat auf jeden Fall den Einheiten um ihn herum nicht gut getan. Enter Crew hier. Geht in den Nahkampf, so wie es scheint. Ah, das ist nicht das Optimum gegen Wilfried Wanst. Schön, Edward Kral ist hier gestorben. Wie sieht es denn generell auf dem Schlachtfeld aus? Passiert gerade wieder so viel. Pistolierkorps hier auf der Seite hat den Sieg errungen, zusammen mit den Panzerrittern, und die Flanke jetzt hier geklärt. Hier hinten, Pistolierkorps von mir vergessen wurden, hatten wahrscheinlich vorher auch gerade einen Job zu tun. Hier die Inquisitoren in den Rücken meiner Speerträger reingeschickt. Die Speerträger haben sich aber auch schon umgedreht und fangen an, hier den Pistolierkorb ihre Bäuche aufzuschlitzen, zumindest von den Pferden. Leider, sorry. Water Mage ist bald tot. Ansonsten sind immer noch die Fernkämpfer aktiv, die ich mehrfach versucht habe, irgendwie rauszunehmen. Haben eigentlich gar keine guten Werte. 17 Nahkampfabwehr ist, ja, okay. Aber ich habe es halt auch nur mit Pistolieren versucht. Wilfried Wanst wird jetzt hier beschossen. Aber er schafft es. So, Pistolierkorb geht jetzt in den Nahkampf wiederum, aber die werden wahrscheinlich nicht lebend ankommen. Oder doch? Zusammen mit Wilfried Wanst schaffen wir es jetzt hier, diese Marienburg Archers zu vertreiben. Das Schlachtenende ist weiter ungewiss, aber ich bin mir relativ sicher, wenn ich es schaffe, diese Sensenreiter hier lang am Leben zu halten, dann kann ich die Schlacht irgendwie noch gewinnen. Auf der anderen Seite habe ich am meisten Angst vor den Fernkämpfern, die immer noch da sind, und vor diesen Inquisitoren. Deswegen geht jetzt hier ein Pendel drauf, aber er weicht den Pendel sehr, sehr gut aus. Ich wurde genetzt, aber ich muss weiter. Wilfried Wanst wird jetzt hier aufs Übelste zerschossen. Deswegen muss ich mich erstmal zurückziehen. Ich habe mir jetzt selber das würzige Riesenfleisch gegeben. Können wir mal kurz gucken, was das macht. Huch, wo ist es hin? Ach ne, ist gar nicht mehr. Okay. Ist schon wieder abgeklungen wahrscheinlich. Ah, hier hinten werden jetzt leider meine Panzerritter wahrscheinlich umgebracht. Diese Inquisitoren sind halt echt übel. Haben schon einiges an Kills errungen. Ich habe gerade den Furz gehört, schon der 1100. Ich glaube, so viel kosten die auch. Diese Bogenschützen wurde zum Nahkampf mit dem Furz ausgeschaltet. Ein Orgelgeschütz habe ich zurück. Was jetzt hier gerade die Enter Crew erledigt. Und das sieht jetzt gerade nicht mehr so gut aus. Gerade weil die Inquisitoren jetzt hier zu sehr auf die Mütze bekommen haben. Wilfried Wanst will sich jetzt um die kümmern. Die haben auch keinen keinen Fernkampf mehr. Das heißt, irgendwann müssen sie jetzt in den Nahkampf reingehen. Verlorene Kompanie hat auch über die gesamte Schlacht hinweg gelebt. Sind halt unbrechbar. Ah, hier kam nochmal dieses Drachenei hindurch. Ja, das war jetzt halt nicht besonders toll. Die können sich nicht mehr bewegen, oder? Können sie sich noch bewegen? Doch, die können sich wieder bewegen. Na, der Wassermagier wird es jetzt schaffen, hier das Orgelgeschütz auszuschalten. Oh, sogar instant zerstört. Krass. Aber ich sag mal, jetzt sieht das relativ gut für mich aus. Wir haben gerade würziges Riesenfleisch abbekommen. Jetzt hätte ich nochmal nachgeguckt. Aber die Schlacht ist schon vorbei. Schöne Sache. Sehr, sehr knappes Spiel, wie ich finde. Und hier GG natürlich an Viktor. Der hier natürlich Marienburg selber gemottet hat. Das Schiff kommt von mir, falls ihr euch wundert. Das hat ja auch einen deutschen Namen. Ansonsten sind seine Einheiten ja immer Englisch. Daran könnt ihr es immer relativ gut erkennen, von wem was ist. Von mir ist Aberland. Ja, gucken wir mal, was das jetzt hier gebracht hat. Wassermagier, ja, die haben alle sich jetzt so nicht unbedingt ihren Wert reingeholt. Bogenschützen waren gut. Also ich weiß nicht, wie viel die kosten. Ich denke mal so 400. Da waren die ganz gut.
Bei mir haben sich halt die Streugewäsche jetzt gar nicht gelohnt. Ich meine, die kosten fast 600. Und die haben nur auf die... Ja, die haben nur auf die Nase bekommen. Panzerritter haben sich ebenfalls eher nicht gelohnt. Der hier war ganz okay. Ritter des Moor haben sich jetzt schon mehr gelohnt, vor allem weil sie halt noch relativ full life waren. Wilfried Wanz war hier eindeutig der Matchwinner. Der ist überall rein, hat seinen Furz gelassen, alles umgekippt, hat sich permanent geheilt selber und Truppen um sich herum auch ein bisschen geheilt. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, es hat jetzt kaum einen Unterschied gemacht bei meinen kleinen, luschigen Truppen, dass sich da irgendwas heilt. Ja, die Orgelgeschütze haben sich auch alle nicht ausgezahlt. Da hat er Wosch unfassbar gut drauf gefokust. Die Pistolierkorps waren ganz gut. Also vor allem der hier mit 800, die kosten 550. Das heißt, die haben sich definitiv ausgezahlt. Und vor allem hier die verlorene Kompanie, die hat richtig stumm gemacht. Weil Victor sie einfach nicht weggefokust hat, haben sie immer mehr Kills gemacht, immer mehr eingesammelt. Ist halt eine absolute Elite-Einheit, die man hier für kleines Geld bekommt. Und die haben sich gut durchgemäht. Ja, und das Landschiff hat sich... Das hat sich tatsächlich gelohnt. Ja, nicht schlecht. 1200, ich glaube, das kostet nur 1000 oder 1100. Trebuchets waren definitiv auch im lohnenswerten Bereich. Ich weiß nicht, was die kosten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die über 800 kosten. Zumindest nicht viel, denke ich mal. Inquisitoren... Auch starke Einheit. Hier seine Kavallerie wurde halt relativ zeitig ausgeschaltet. Das hätte das Spiel nochmal wenden können, wenn ich den Rückzugsmove nicht gemacht hätte. Dann wäre das hier sehr, sehr ungünstig für mich ausgegangen. Vor allen Dingen, weil ich halt meine ganzen Fernkämpfe verloren habe. Ich darf es auf jeden Fall in Zukunft nicht so spielen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Beziehungsweise nicht gegen... Na, nicht mit so einer Armee darf ich das machen. Vielleicht hätte es mehr Nutzen gebracht, wenn ich die... Orgelgeschütze ein bisschen weiter hinten gelassen hätte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Immerhin haben die ja doch ein bisschen Reichweite. Aber er war auch relativ locker aufgestellt. Keine teuren Einheiten, die ich jetzt hätte wegfokussen können. Von daher hat sich das jetzt ohnehin nicht so sehr gelohnt mit den Orgelgeschützen. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, die kosten 500. Also auch nicht so der ultimative Verlust. Auch hier die Streugewehrschützen mit 600 sind jetzt nicht unfassbar teuer. Wobei das schon wehtut, wenn die so wenig Wert reinholen. Aber dafür hat er ja seine gesamten Fernkämpfe am Anfang nur darauf schießen lassen und auf nichts anderes, was vielleicht auch wichtig gewesen wäre, wie zum Beispiel die verlorene Kompanie. Naja, wie auch immer, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ihr Replays habt, die ihr zeigen wollt, dann schickt ihr mir gerne in den Replay-Ordner auf im Discord. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis dahin, ciao.